Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devil Within 2. Hier vor diesem unschönen Tor, das sich nicht öffnen ließ, weil man muss nämlich Elektrobolzen voll draufknallen, Freunde. Und naja, das war nicht so optimal. Ja, ich nehme den Bolzen. Und ja, jetzt können wir hier direkt weitermachen, instant. Wird lustig. Oh. Noch ein Resonanzmeter. Ja. Willst du was? Ich glaube ja, du willst was. Aber nichts Cooles. Deswegen tot. Schade, ne? Nicht mal du, hey! Such dir einen anderen Unterschlupf! Okay. Türen verriegelt. Fenster gesichert. Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, hey! Such dir einen anderen Unterschlupf! Hier ist alles dicht! Kapiert? Scheiße. Das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon in Ordnung. Alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch? Nee, nicht wieder das Vieh. Oh, nee. Ja, das wird geil. Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Mhm. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander. Und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte, er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer! In Beacon steckte meine Tochter nicht fest! Okay, beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Definitiv. Hier haben wir eine Speicherungskiste, hier haben wir unseren Kaffee, den wir gerne zu uns nehmen. Hier fehlt mir nur der Spiegel. Alles andere haben wir wahrscheinlich vor Ort. Danke vielmal. Und jetzt gucken wir noch, was wir so hier haben. Oh, wir kommen zurück, Freunde. Oh ja. Zurück zu Tatjana, denn wir können noch einen Schlüsselhieb weitergeben. Bericht Nummer 122, Rekruten, Betreff Anwerbung und Mood Center. Die Anzahl der Bewerber über die Mood Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Mood Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Walkers Nutzung der neurologistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als die bisherige STEM-Kandidaten. Okay. Mood Center-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwerbung über Mood Center zu Mobius Standardprozedur zu machen und um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Oh Mann. Bitte nicht.
Rauchbolzen. Die Armbrustbolzen setzen um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichangriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir Möglichkeit verschaffen, gegen einen Wirkungsbereich mit einem Schleichangriff auszuschalten. Okay, Rauchbolzen können durch Kombination von Rauchpulver und Schießpulver hergestellt werden. Ja, klar. Mich hat immer noch der Elektrobolzen und die Sicherung mehr fasziniert, weil darauf muss man erstmal kommen, ne? Gehen wir mal hier rein. Haben wir jetzt genügend? Ach, das ist unser Schießzimmer jetzt, stimmt. Herstellen. Keine Ahnung. Feuerkraft, der Feuerkraft für mehr Schaden. Braucht eigentlich keine größere Feuerkraft. Na dann. Wäre die Pistole auch ein bisschen besser? Weil sie ist einfach am kostengünstigsten, wenn man die zusammen klatscht. Sie brauchen wohl Hilfe, Detective. Das hat mir jetzt mal gefallen. Jetzt sind wir auch im Schleichen besser. Ja, endlich nicht mehr so rumgammeln. Jetzt gucken wir wieder mal auf den Projektor. Haben wir jetzt eine Weile nicht mehr gemacht. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Mein Leben gerät schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Noch wach, Kidman? Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lily noch lebt. Das Feuer. Lily ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lily entführt, lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach, ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein.
Das kann ich nicht glauben. Wie auch immer, das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lilly nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Das stimmt. Cool. Na dann, geht's wieder zurück. Abmarsch in die nächste Ebene. Nachdem wir gespeichert haben. Und zwar hier. Na. Wunderbar. Und jetzt geht's abmarsch. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Und jetzt sind wir im Mark. Im Betrieb. Oh Mann, das wird lustig. Vor allem, wenn wir das Vieh noch haben. An unserer Backe. Nein! Gehen Sie nicht! Vielleicht hat's hier noch was. Scheinbar nicht. Dann mach mal die Tür so auf. Lass mich raten, du kommst gleich wieder um die Ecke, kleine Schlampe. Aber ich übernehme hier mal. So, nochmal. Nochmal. Sehr gut. Ja. Dumm bin ich nicht. Naja. Ach, nur draufhauen steht. Ha. Wo kommen wir denn hier lang? Oh, ne. Oh ne. Und noch eine Spritze, die ich nicht verwenden kann. Zumindest momentan nicht. Hä? Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Ja, sieht ganz so aus. Nicht schlecht. Das Ganze. Könnte das die ganze Karte von Union sein? Könnte sein. War ja mal gar nicht so klein. Aber irgendwas hat's kleiner gemacht. Wer ist durchgedreht? Meine Tochter oder habt ihr wieder an was rumgedreht und habt meine Tochter durchdrehen lassen? Es könnte nämlich sein, dass dieses Vieh meine Tochter ist. Einfach ausgewachsen. Jetzt. In dieser Gestalt. Wenn man das dann noch so nennen kann. Ich möchte gerne noch hier lang. Denn... Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nö. Sieht nicht danach aus. Seht ihr? So einen Text möchte ich nicht zurücklassen. Ist immer eine Untersuchung von unserem Castellanos. Da müssen wir alle Einzelheiten zusammentragen.
Wenn die Frau kommt und ich irgendwas lösen muss, werde ich wieder nachgucken. Das schwöre ich jetzt schon. Ich habe schon die richtige Seite auf, nur so mal am Rande. Ich hoffe, das waren wir. Sonst kriege ich bald Angst. Jetzt sind wir dahinter. Okay. Und wir kriegen hier eine Mobius-Truhe wieder. Oh. Vorrat. An schönen Munitionchen. Aha. Sehr gut. Ja, passt auf jeden Fall. Schade, kann ich einfach die Spritzen nicht mitnehmen. Jetzt wird's interessant. Da möchte ich allerdings rein. Darf ich aber nicht. Darf ich raten, du lebst noch? Jetzt nicht mehr. Sich totzustellen bringt gar nichts. Ach ne, hier haben wir sicher wieder eine Horde, die uns anfallen möchte. Ja gut. Dass ich hier ein bisschen cleare, bevor die alle auf mich losgammeln. Ja, genau. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Aha. Nicht schlecht. Notfallabriegelung aufgerufen. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Das war geil. Das war erste Sahne. Oh, woher kommst du denn? Eine gute Sache hat's. Ich kann endlich mal was verwenden. Ja, genau. Weißt du was? Gehst du mir nicht auf den Sack? Meine Herren. Wie viele Muni ich jetzt bei dir liegen lassen habe. Muss Munition sparen. Und wie soll das gehen, du Vollidiot? Systemdurchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Ich gehe jetzt mal zuerst durch die Räume hier. Würde ich sagen. Ganz klar. Die spinnen doch, die Römer. Spritzi Spritz.
Und dann... Ja gut, nö, noch nicht. Und was soll ich jetzt hier? Du willst mir nicht sagen, dass ich hier für nix reingekommen bin. Aha, doch nicht ganz. Nägel. Pistolenmuni. So. Raus. Und jetzt unten weiter. Dort sollten wir weitergehen, aber wir machen zuerst mal hier klar Schiff. Ja, seht ihr? Schrotmunition. Hier haben wir noch mehr. Schießpulver. Cool. Da kommen wir nicht lang. Ha. Dort drüben. Auch interessant. Das Einzige, was mir gerade fehlt, ist mein Sniperino auf der Schnellwahltaste. So. Das gefällt mir nämlich sonst gar nicht. Und hier scheinen wir sonst alles mitgenommen zu haben. Dann gibt es jetzt nur noch eine fucking Tür, die nicht einladend aussah. Ja, eben. Ha. Da drüben wird es wieder weitergehen, aber sonst geht's absolut nicht vonstatten hier. Dann werden wir jetzt mal weitergehen. Oh oh. Darf ich raten? Wir kriegen gleich eins auf den Deckel. Ha. Das ist mir auch bewusst, dass wir hier nicht... Hallo, mach kaputt. Danke. Und jetzt rein da. Schlimmer als, dass sie kommt, geht eh nicht. Gott, dieser Geruch. Geht immer noch schlimmer, denke ich. Ha. Interessant. Weil hier rüber können wir nicht. Deswegen müssen wir schon fast unten lang. Kein Problem. Ich will hier nicht sein. Ich will hier einfach nicht sein. Dort hat's noch was zum Mitnehmen. Möchte ich gerne. Oder auch nicht. Da lang geht's nicht. Die Munition kann ich vergessen. Ha. Woher kommst du denn? Bist du sicher? Kannst gerne nochmal aufstehen. Warum ich gerade eine Shotty verwendet habe? Weil ich hier nochmal eine holen kann. Eine Muni. Ich muss nur nachladen. So. Dann kriegen wir zwar die kleine Animation nochmal zu sehen, aber spielt eigentlich keine Rolle. So. Ich wusste ja nicht, dass da gleich eine rausploppt. Hätte ich eigentlich hier unten liegen lassen können und einfach hier hochgehen. Aber falls sie was gedroppt hätte, hätte ich das gerne mitgenommen.
Aha. Das aktiviere ich schon mal. Es tut mir leid. Muss ich aktivieren. Weil ich dann direkt wieder zurück möchte, ohne irgendwelche Faxen. Oh ne. Das ist also das schlimme Gasleck. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Wie in einem Irrgarten. Ach, ich bin jetzt hier. Und so sieht's dann hier drin aus. Aha. Habe ich davon eine Karte? Ha. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Dein Ernst? Gar keine? Nicht mal die? Ach Gottchen. Ach Gottchen, nee. Das ist doch einfach nicht wahr. Und in dieser First Person ist es noch schlimmer. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Der definitiv, aber der Schrecken, der gerne anders die Nacht durchflattern möchte. Sagt, dass das hier eine scheiß Idee ist. Hier durchzulaufen. Vor allen Dingen ohne Waffenmunition. Ich hasse solche Gebiete. Aber gut. Ändern kann ich es nicht. Gespeichert wird. Ist alles okay. So. Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Das könnte eben genauso weit sein. Das heißt, ich gehe kurz nachlesen hier. Und im Moment, die finde Eingang zum Markt im nördlichen Unterschlupf, um zum Rathaus zu gelangen.
Machen wir. Elektrobolt benötigt, um den zweiten Untergrund zu öffnen. Das wissen wir alles. Haben wir auch gemacht. Runter. So. Ja, habe ich gemacht. So. Gasleck. Die Flaschen haben gar nichts gebracht. 1, 2 und 4. Okay. 1, 2 und 4. Hoffentlich hat das was gebracht. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Supi. Aber wegschmeißen würde ich sie nicht. Aber gut haben wir das geschafft. 1, 2, 4. So. Was ist das da für ein Schrott? E-Mail-Erweiterung und Datenziele. Erweiterung und Datenziel. Aufgrund des Erfolgs des neuen Anwerbungsaktionen nähern wir uns unseren Datenzielen. Jeder Bewohner von Union erweitert die Speicher- und Verarbeitungskapazität des STEM um 100 Exabyte. Für die Aktivierung der drahtlosen STEM werden 2 Millionen Exabyte Speicher benötigt. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies in einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloser STEM sorgt dafür, dass keine kostenspieligen STEM-Warnen mehr erfolgreich sind und wir unser Ziel erreichen. Phase 2, das vollkommene Eintauchen des der Bevölkerung in den STEM. Oh nee, die Einheits-Cerebral-Chips werden dazu dienen, Mobius-Operatives zu identifizieren und vor dem Phase 2-Signal zu schützen, das über drahtlose STEM-Sender in alle Winkel des Planeten gesendet wird. Oh Mann, nee, bitte nicht. Die wollen alles komplett zum STEM transferieren, die Vollidioten. Oh, wieder Spritzi-Spritz. Finde ich sexy. Weiß? Towers, Ashes, Tunnels, Exits. Yo! Gefällt mir. Wir sind durch. Safe. Wo geht's denn hier hin? Ich hab da gerade ein Problem. Was heißt das jetzt? Okay, hier geht's chronologisch nicht weiter. Gut zu wissen. Was soll ich jetzt hier? Ach da. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen.
Seite sind wir sicher. Kommen Sie rüber. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Dann fickt euch doch! Ich glaube, das könnte noch lustig werden. Sind wir auf der anderen Seite? Müssen wir was hier aktivieren oder bin ich jetzt vollkommen Banane? Oh nö, da ist das Ziel. Nee. Scheiße, das war jetzt nicht gewollt. Na? Tut mir sorry. Nein, 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 nein. Glück kann ich schneller schleichen, ja. Das macht alles ungemein angenehmer. So. Da kommen wir gleich wieder back. In diesem Falle. Dann haben wir jetzt noch ein Date da oben. Hi, meine Freunde. Habt ihr hier was Schönes für mich? Habe ich gerade eine Katze gehört oder war das die Türe? Zunächst mal entweder Waffenteile. Ja. Habe ich noch Munition? Ah, ja, leider bin ich voll. Harpunenbolzen. Die kann ich immer benötigen. Naja, gut. Hat sie vielleicht noch was im Spind? Ne. Hat sich auf jeden Fall trotzdem gelohnt. Nur kurz hier runter zu gammeln. Und dann schauen wir mal an, wie es sich beim Rathaus verhält. Bis jetzt ist es aber um einiges angenehmer als der erste Teil. Ich kann mich noch entsinnen, dass es am Anfang schon ziemlich zu und her ging. Das ist jetzt irgendwie lächerlich, wenn man das Ende von Devil Within 1 kennt. Was wir eigentlich schon erwarten sollten. Endlich komme ich hier raus. So, so. Früher mussten wir alles noch verbrennen, also alle Leichen, sonst kamen sie teilweise wieder. War nicht gerade geil. Ja gut, gehen wir ins Rathaus. So, zu das Markt, Zugangstunnel, zentral. Naja, nicht wirklich, ne? Und hier haben wir weder einen Speicherpoint, eine Kaffeetasse, brauchen wir eine? Jein, eigentlich nicht. Speichergerät könnten wir benutzen. Aha. Wir könnten zurück wieder, bevor wir hier hochgehen. Ja gut, gehen wir halt zurück zuerst noch. Ha. 140 Teile. Damit kann man wieder was anfangen.
Und zwar, ich würde sagen, also so brauche ich garantiert nichts. Naja, egal. Gucken wir im nächsten Part an. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.